Hier ist Michael Braungart. Ich bin Chemiker, Verfahrenstechniker und ich danke schon für die freundliche Begrüßung davon und die Vorstellung davon. Ich selber bin natürlich etwas skeptisch, was das Thema angeht. Also ich bin eigentlich jemand, der Effizienz für nicht unbedingt förderlich sieht. Ich will Ihnen das erklären. Wir denken traditionell, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Also, das wäre so, wenn wir sagen, wir schützen die Umwelt, weil wir sie etwas weniger zerstören. Schützt die Umwelt, mach weniger Müll, schützt die Umwelt, reduziere den Energieverbrauch, reduziere den Verbrauch von Plastik davon. Aber damit schütze ich ja nicht, ich zerstöre nur weniger. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt besser geschützt als Bayern, einfach durch Ineffizienz. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil ihr System einfach ineffizient war. Ich bin letzten Sommer mit dem Fahrrad von Kiel nach Greifswald gefahren, entlang der Ostseeküste. Und ich sage Ihnen noch heute, ist Mecklenburg-Vorpommern eine so viel schönere Küste als Schleswig-Holstein, einfach weil die DDR die Küste nicht zerstören konnte wegen Ineffizienz. Also wenn ich die falschen Dinge effizient mache, dann sind sie nur gründlich falsch. Ja. Das heißt, ich muss, bevor ich an Effizienz denke, ist es wichtig, erstmal an Effektivität zu denken. Also erst zu fragen, was ist das Richtige? Es gibt zu meiner großen Vorbilder war ein Philosoph und Kantler sozusagen in Österreich, der Helmut Qualtinger. Ja. Und der hat es schön be beschrieben, den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, indem er erklärt hat mit seinem Nachbarn, dass er ein neues Motorradl hat. Und dann sagt er, oh, du hast ein neues Motorradl. Dann sagt er, ja, ich habe ein neues Motorradl. Das fährt doppelt so schnell wie das alte. Und dann sagt er, oh, das fährt doppelt so schnell. Ist ja toll. Und wo willst du denn damit hinfahren? Dann sagt er, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall doppelt so schnell. Ja. Das heißt, wir müssen zuerst fragen, was das Richtige ist. Sonst machen wir das Falsche richtig und damit richtig falsch. Meine größten Feinde sind eigentlich jetzt die Leute, die bestehenden Systeme effizient machen. Also zum Beispiel die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Firmen. Weil die schließen noch zwei Elektroautos zusätzlich an und die bauen ein Insektenhotel. Die haben aber gar kein Interesse mehr, die Dinge zu ändern. Sie erhöhen den Recyclinganteil etwa und machen die Plastikflasche 3% leichter. Dadurch ist das falsche Plastik so leicht, dass es sich gar nicht mehr lohnt, das irgendwie einzusammeln. Ich habe gerade eine Arbeit in Ägypten betreut. Dort liegt meterhoch Plastik rum und wir sagen dann so leicht rassistisch, dass die Ägypter kein Umweltbewusstsein haben. Aber es ist einfach das falsche Plastik, weil dort über 5% PVC dabei sind. Kann ich mit diesem Plastik überhaupt nichts anfangen. Ich kann das nicht mal verbrennen. Das Waschen kostet 3-mal mehr als der Wert des Plastiks. Darum bleibt es liegen. Man hat sozusagen das Falsche perfekt gemacht und damit eben perfekt falsch. Darum eben geht es zuerst mal zu sagen, was ist das Richtige und dann kann ich es optimieren. Ich war in Vietnam gewesen und dort liegt überall Plastik rum, hauptsächlich aus Europa davon. Und dort gibt es eine Firma Accenture, die macht Effizienz. How do you get more out of the same resource? Das bedeutet, dass Vietnam aber jetzt die Natur zerstört, mehr als jemals zuvor, weil sie eben die bestehenden Dinge optimieren. Soll ich diesem armen Tier nochmal zwei Beine zusätzlich anzüchten, damit man noch mehr rauskriegen kann? Oder wäre es nicht viel sinnvoller, erstmal zu fragen, was ist gesundes Essen? Also nicht, wie mache ich das Falsche richtig, sondern was ist gesundes Essen? Und dann komme ich nicht darauf, unbedingt noch mehr Fleisch in Vietnam verspeisen zu wollen, sondern ich komme eher darauf zu fragen, wie sieht es aus mit Gemüse, mit Algen, mit Pilzen zum Beispiel? Also was ist gesunde Ernährung und nicht, wie mache ich das Bestehende so? Das heißt, Albert Einstein hat schon ganz früh dargestellt in mehreren Schriften, dass kein Problem in derselben Denkweise zu lösen ist, die es verursacht hat, die Effizienz optimiert aber das Bestehende dabei. Das heißt, wir brauchen ein neues Denken. Der Peter Drucker war der im Management den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz zum ersten Mal dargestellt hat, dazu, dass es ein Unterschied ist, einfach, dass man den, das, ja, da ist sicher nichts so unsinnig
und nutzlos, wie große Effizienz von Dingen, die man gar nicht machen sollte, sozusagen. Ja. Und wenn wir hier uns anschauen, ich war in Österreich gewesen vor 1,5 Jahren am Großglockner. An der Stelle, wo ich das Foto gemacht habe dazu, war 1995 noch Gletscher. Das heißt, es hilft mir nicht, das Bestehende so weiterzuführen. Wir brauchen andere Ziele. Auch das 1,5-Grad-Ziel wird diesen Planeten nur 2 Generationen später umbringen dabei. Es wird einfach nur die Zerstörung etwas verlangsamen. Wir brauchen ein Ziel, dass wir wieder auf dieselben Treibhausgase-Konzentrationen in der Atmosphäre kommen, spätestens in 2100, die es 1900 gegeben hat. Jetzt tauen die Permafrostböden auf, jetzt verschwinden die Polareisflächen mit den jetzigen Gehalten. Das heißt, wir müssen schauen, Sie sehen schon bei meiner Überschrift, das R ist schon mit weggetaut, sozusagen, wie ich hier gerade sehe, von einem Großglockner sozusagen. Also, darum geht es uns um etwas anderes. Es geht darum, Dinge so zu machen, dass sie nützlich sind und nicht weniger schädlich. Dinge, die verschleißen, gehen zurück in biologische Kreisläufe, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, werden so gestaltet, dass sie biologisch nützlich sind. Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, werden so gestaltet, dass sie technisch nützlich sind. Es geht dabei also nicht um Nullabfall, sondern es geht darum, alles Nährstoff zu haben. Ein typisches Beispiel für missglückte Effizienzsteigerung sind die Autoreifen. Die Autoreifen halten heute doppelt so lange wie vor 30 Jahren. Die Leute denken, das sei gut, weil man ja damit weniger Autoreifen braucht. Aber die 470 Chemikalien, die verwendet werden in Autoreifen, blieben vorher auf der Straße. Jetzt werden sie eingeatmet. In der Elbe sind 54% des Mikroplastiks Reifenabrieb. Man hat das Falsche optimiert und damit eben gründlich falsch gemacht durch die Effizienzsteigerung. Darum geht es eher zuerst zu fragen, was ist das Richtige? Und nicht, ich mache das Falsche richtig. Darum geht es bei Cradle to Cradle auch nicht um Nullabfall, sondern es geht darum, alles Nährstoff zu machen. Denn wenn Sie an Nullabfall denken, dann denken Sie ja immer noch an Abfall. Das ist so, wenn ich sage würde, denken Sie nicht an ein rosarotes Krokodil, dann denken Sie eben genau an rosarotes Krokodil. Oder denken Sie nicht daran, wie Donald Trump nackt aussieht, dann denken Sie genau daran, wie Donald Trump nackt aussieht. Oder was so ziemlich dasselbe ist, natürlich sozusagen. Das heißt, lassen Sie uns doch die Dinge neu denken. Und das heißt nicht Nachhaltigkeit, weil die Nachhaltigkeit macht den Kunden eigentlich zum Feind. Also, wenn ich sage dem Kunden, bitte kauf es doch gar nicht, musst du es wirklich haben. Ich bin heute 100% schlecht, morgen 90% und mein Ziel ist es, null zu sein. Was für eine tolle Geschäftskurve. Sie sagt jedem Kunden, bitte, bitte nicht kaufen mehr. Darum, das ist traditionelle Ökoeffizienz. Ich sage, schauen Sie sich doch an, wo wir sein wollen. In 10 Jahren sagen wir, hey, wir werden nur noch Plastik verwenden, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen wird davon. Wir haben jetzt angefangen mit 10%, 20%. Und lieber Kunde, je mehr du kaufst, desto schneller schaffen wir das. Der Kunde wird sozusagen Change Agent. Er hilft dem Unternehmen, sich schneller zu ändern davon. Er ist sozusagen nützlich, nicht weniger schädlich dabei. Und das kann man ändern. Also es geht um Effektivität, nicht um Vermeiden, Sparen, Verzichten, Reduzieren. So wie dieser Baum im Frühling, er ist nicht effizient, überhaupt nicht, er ist effektiv. Es geht eben nicht darum, die falschen Dinge zu optimieren, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige? Ja, alles ist Nährstoff, setzt die richtigen Energiequellen dazu ein und und unterstützt die anderen Lebewesen. Schauen Sie, wie primitiv ein effizientes Haus ist im Verhältnis zu einem Baum. Dieser Baum schafft Lebensraum für mindestens 200 andere Arten. Dieser Baum reinigt die Luft, er reinigt das Wasser, er stellt hochkomplexe Substanzen her, er vermehrt sich selber sozusagen. Wie primitiv sind unsere Gebäude im Verhältnis dazu? Und wenn wir sie effizient machen, machen wir die falschen Dinge perfekt. Die Luftqualität in einem effizient gedämmten Haus ist im Gebäude 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Man hat die falschen Dinge perfekt gemacht, anstatt zu fragen, was ist gesunde Luft? Optimiert man das Bestehende? Also, es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle und Gas einzusparen dazu. Das ist richtig. Aber wo ist unser Fußabdruck nützlich für die anderen Lebewesen? Wenn ich entlang der Isar spazieren gehe, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also nicht wie bei Aschenputtel, sich die Ferse abzuschneiden oder die Zehen dazu, um den Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der mein Feuchtgebiet wird. Das heißt, es geht eigentlich nur um 3 Dinge. Es geht um Innovation, Qualität und um Schönheit. Innovation kann nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie keine Innovation. Die Waschmaschine war nicht nachhaltig für meine Mutter, die Wäsche noch
im Fluss gewaschen hat, für insgesamt 11 kleinere Geschwister. Dann, als sie 23 Jahre alt war, konnten die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen. Das war nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Es gäbe mich heute gar nicht, wenn sie nicht es die mobile Waschmaschine nicht gegeben hätte. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hatten dabei. Das heißt, wir können Innovation ist nie nachhaltig. Es geht eigentlich also nur um Qualität, um Schönheit und Innovation. Die Nachhaltigkeit möchte ich für die Biosphäre haben. Ich möchte, dass es in 100 Jahren auch noch Löwen und Tiger und Elefanten gibt und Buchen und Eichen und Birken auch immer. Aber ich möchte nicht die gleiche Waschmaschine in 100 Jahren noch dazu haben, den gleichen Schreibtischstuhl, den gleichen Computer. Innovation kann nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie ja keine. Darum kommt ja die Innovation, die Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. Dort ist ja auch genau richtig aufgehoben. Ja. Also es geht nicht um Reduce, Reuse, Recycle, indem man immer effizienter ist, sondern es geht um ein Rethink, Reinvent, Redesign dazu. Das heißt, das Design ist das Entscheidende dazu, nicht das Bestehende zu optimieren. Wenn man das Bestehende nimmt, also eine solche Maske zum Beispiel, gibt hunderte an Chemikalien ab. Heute haben wir sozusagen den ersten maskenfreien Tag seit langer Zeit. Davon, diese Masken werden für 4 Cent hergestellt und sie geben hunderte von Chemikalien ab davon. Der Berg hier drunter sind alles Chemikalien, die abgeschieden werden. Wir überschreiten teilweise drastisch Arbeitsplatzgrenzwerte. Die FFP2-Maske dürfte eigentlich nur eine halbe Stunde getragen werden, legal, nach Arbeitsschutzverordnung. Davon, und dann wird die in der Apotheke für 5 € abgegeben, davon mit hohen Provisionen drin. Ich habe meinen Apotheker gefragt, wieso er diese Masken verkauft für 5 €. Dann sagt er, ja, das sind Profite wie im Drogenhandel und wir handeln ja mit Drogen. Also ist es ganz richtig, dass wir diese Masken verkaufen. Er hat aber 4 € von den 5 € gespendet, muss ich dazu sagen noch. Wir haben deshalb eine kleine Firma gegründet mit meinen Studenten, die heißt Holy Shit, ja, davon. Und wir machen Masken, wo wir praktisch 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion umsetzen können. Das geht in China nicht, weil es in China einfach diese Umweltdiskussion nicht gegeben hat. Diese Maske ist perfekt biologisch abbaubar. Inzwischen schwimmen über 3 Milliarden Masken in den Weltmeeren rum. Wenn ich die ein bisschen leichter mache, weil sie effizienter sind, habe ich damit nichts erreicht. Ich habe nur das Falsche optimiert. Diese Masken sind als medizinische Masken zugelassen. Davon, sie können 50 Mal mindestens gewaschen werden bei 95 Grad. Und selbst das Gummibändchen, all das ist perfekt biologisch abbaubar. Also uns geht es jetzt nicht darum, möglichst viele Masken zu verkaufen. Wir haben die Zahl auf 40.000 begrenzt, um einfach unsere Kosten reinzukriegen wieder, sondern wir wollen damit erreichen, dass die Leute in Indien und China inspiriert werden, anders zu denken. Das ist eigentlich der Zweck dafür, nicht Effizienzsteigerung zu machen, weil sie sonst die Effizienzgewinne dafür einsetzen für weitere Zerstörung davon. Und das heißt, man muss einfach begreifen, dass der Energieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland weit niedriger als der Energieverbrauch der chinesischen Zementindustrie. Das heißt, wenn wir hier ein bisschen CO2 einsparen, ist das ganz schön, aber wenn es uns gelingt, die Leute in Indien, Indonesien, China, Nigeria zu inspirieren, anders zu denken, dann erreichen wir wirklich etwas. Und das ist der Zweck dafür. Dafür ist noch ein weiter Weg. Wir reden von Recycling, aber von 41 seltenen Elementen, die wir in einem Mobiltelefon analysiert haben, werden gerade 9 zurückgewonnen. Und was zurückgewonnen wird, ist nicht wirklich selten. Also Gold ist nicht wirklich selten, es ist nur teuer sozusagen. Donald Trump lügt die Leute ehrlicher an dazu. Wir reden von Recycling und da ist gar nichts mit Recycling. Es ist nur ein massives Downcycling. Indium, Gallium, Germanium, die wirklich seltenen Elemente sind alle weg. Wir reden von Recycling von Autos, aber das ist erstaunlich. Es wird kein Auto recycelt. Es ist noch nie ein Auto zum Auto gemacht worden. Es entsteht nur immer primitiver Betonstahl daraus. Davon, das ist wie wenn Sie ein schottisches Hochland Rind zu Hamburgern verarbeiten. Das heißt, alles, was wirklich wertgebend ist, ist damit weg. Davon. Und das hat massive Auswirkungen. 1999 sind jämmerlich 20.000 Leute der Türkei gestorben, weil wir im Betonstahl bis zu 2,2% Kupfer gefunden haben, indem man in den USA ist es illegal, alte Autos zu Betonstahl zu verarbeiten. Also schippern die Vereinigten Staaten ihre Autos in andere Länder. 1999 sind allein 7 Millionen Autos in die Türkei gegangen. Die haben 1:1 Betonstahl draus gemacht.
In Westeuropa verdünnen wir immer mit Neustahl, um den Kupfergehalt gering zu halten. Denn wenn der Kupfergehalt über 0,5% ist, dann bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen bei einer Erschütterung. Darum ist es wegen der Erdbebengefahr in Kalifornien illegal, alte Autos zu Baustahl zu verarbeiten. Dieser Betonstahl ist eben die primitivste Anwendung. Wir müssen deshalb große Mengen an Stahl nach China exportieren, weil wir nicht in der Lage sind, die Buntmetalle rauszukriegen. Davon, wir verdünnen die und die sind damit alles verloren. Alles Nickel, Kobalt, Mangan, Molybdän und so weiter ist alles im Betonstahl nachher weg. Wir reden über Energieseite und das ist wichtig, aber letztlich ist es ein Missmanagement von Kohlendioxid und kein Energieproblem. Und das ist ein Missmanagement von seltenen Metallen. Und das Energieproblem können wir lösen, wenn wir es wollen, weil wir mehr als genug Einstrahlung von Energie von außen haben. Aber wir haben nicht genügend Meteoriteneinschläge. Das heißt, wir müssen uns andere Geschäftsmodelle überlegen, davon, dass diese Metalle der Menschheit verfügbar bleiben. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 35 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute sind wir bei 1 bis 2 Kilo pro Tonne. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die verursacht 4-mal mehr Müll als der gesamte europäische Hausmüll. Und dann verbieten wir Strohhalme und Plastiktüten sozusagen. Das ist eigentlich viel mehr gelogen, als es Donald Trump tut, weil wir die Illusion vermitteln, wir würden wirklich etwas tun, aber das ist nicht der Fall. Ja, wir verlieren, das Kupfer in dieser Form ist nie für die E-Mobilität überhaupt da. Jetzt ändert sich das. Die Firma BMW hat verkündet, 2025 das erste Cradle-to-Cradle-Auto auf dem Markt zu haben, wo tatsächlich Autos zu Autos gemacht werden. Die Anteilseigner, vor allem Susanne Klatten, haben das Management dazu gezwungen, endlich Autos zu Autos zu machen. Die haben das angekündigt, kaufen Sie sich eine einzige Aktie von BMW und schon können Sie dich verklagen, wenn Sie es nicht machen. Aber da sind wir, wollen klimaneutral sein. Ich meine, dass die Leute nicht merken, was für ein Blödsinn das ist. Ich meine, ich komme da auch nicht nach Hause und sage, ich bin heute kinderneutral. Ja? Ich will doch gut für meine Kinder sein. Ein Baum ist auch nicht klimaneutral. Er ist gut fürs Klima. Das heißt, wir müssen lernen, positiv zu sein für das Klima und nicht klimaneutral. Das hängt an unserer Religion, die wir auch großenteils gar nicht mehr reflektieren. Sowohl im Christentum wie im Islam sagt die Religion, die Menschen sind böse. Sie sind von sich aus sündig. Und nur göttliche Gnade kann sie erlösen. Darum können wir nicht gut sein. Wir können nur weniger schlecht sein. Ja, darum sagt man auch in Bayern und Baden-Württemberg, wenn man eigentlich gut meint, sagt man nicht schlecht. Also die höchste Form von nicht gut zu sein, ist sozusagen neutral zu sein. Aber für neutral sind wir zu viele. Auch wenn wir im Bett liegen, geben wir im Jahr, wir haben das gemessen, 168 Kilogramm CO2 ab, wenn wir nur schlafen. Das heißt, wir können gar nicht klimaneutral sein. Wir sind ja schon da. Das heißt, ich kann nur klimaneutral sein, wenn ich nicht existiere. Gut, wenn Berlin sagt, nicht mehr existieren im Jahr 2050, dann wäre das für Bayern vielleicht gar nicht so schlecht mit den Saupreußen sozusagen. Aber ist das das wirklich, was wir wollen? Also lassen Sie uns ein positives Ziel setzen. Wir wollen auf die Gehalte von 1900 zurückkommen. Ja? Das sind 280 bis 300 ppm Kohlendioxid, anstatt 420, die wir jetzt haben dabei. Also lassen Sie uns das zurückholen. Und dafür gibt es inzwischen viele Produktbeispiele. Und das, was Marantec natürlich darstellt, ist eines der interessantesten, weil sie nicht nur das Produkt darstellen, sondern auch das Geschäftsmodell, was damit da ist. Das gilt so ähnlich für Giroflex. Giroflex verkauft dann keine Schreibtischstühle, sondern nur 10 Jahre gesundes Sitzen. Dadurch kann man anstatt 22 Plastiksorten, 4 Plastiksorten einsetzen. In dem Fall ist ein Pfand drauf und 25%, da die Marketingkosten aber für Bürostühle über 50% sind, ist das extrem günstig. Ich bekomme nach 10 Jahren, genau nach 10 Jahren, meinen Kunden und das Material zurück. Und es lohnt sich deshalb. Steelcase hat schon 1994 angefangen, alles nach Cradle-to-Cradle umzustellen. Arendt, Herman Miller genauso. Das heißt, dort kann man Materialien nutzen, die in biologische oder technische Kreisläufe zurückgehen. Hier ist Bauwerk in der Schweiz, Shaw zum Beispiel und Desso Tarkett ist größter Teppichbodenhersteller weltweit. Damit kann man zum Beispiel Teppichböden machen, wo man den Leuten keinen Teppichboden verkauft, sondern nur eine Fußbodenverpackungsversicherung für 10 Jahre. Diese Teppichböden reinigen die Luft, sie binden aktiv Feinstäube. Wir haben unlängst die Kindergärten einer großen Stadt untersucht. Von 16 Kindergärten, die wir untersucht haben, müssten alle geschlossen werden, wenn sie draußen wären. Wir verlieren durch Corona durchaus ein paar Wochen Lebenserwartung, aber wir verlieren durch Feinstaub über 4,5 Jahre Lebenserwartung.
Das heißt, im Durchschnitt gesehen auf die Bevölkerung, wir können Teppichböden machen, wo man den Kunden praktisch zur Materialbank macht und verkauft also praktisch nur die Nutzung des Teppichbodens, das Nutzungsrecht davon und kann auf diese Art und Weise natürlich viel bessere Materialien einsetzen. Man muss nicht das Billigste einsetzen, sondern das Beste. Es gibt inzwischen viele davon. Hier die Firma Adler, die habe ich vor 10 Jahren besucht. Die haben heute Farben, wo das Holz damit gestrichen werden kann und das Holz nachher im Ofen noch verbrannt werden kann. Oder eben in Kompost gehen kann. 2013 hatten sie keine einzige Farbe davon. Schüco kann Fassaden jetzt als Dienstleistung abgeben. Niemand braucht eine Fassade. Ich kaufe praktisch nur 30 Jahre Wärmedämmung ist und Durchgucken dazu. Rheinzink kann damit das Nutzungsrecht für das Zink verkaufen. Wenn sie das machen, werden sie jedes Jahr eine halbe Milliarde reicher, weil ja niemand das Zink wirklich braucht. Ich brauche nur das Nutzungsrecht daran. Wir können Gebäude machen, in denen die Luft besser ist als draußen. Wie gesagt, die Luft im Gebäude ist im Moment etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft dazu. Wir können zeigen, dass das sich das wirtschaftlich lohnt, weil auf die Art und Weise viel bessere Häuser entstehen, dazu viel gesündere. Der Krankenstand in diesem Gebäude ist etwa 20% niedriger bei 1200 Beschäftigten in Venlo, das ist das Rathaus von Venlo, wo die Luft im Gebäude hier besser ist als draußen. Der Krankenstand ist 20% niedriger. Das lohnt sich also, deshalb es zu machen. Wir brauchen Gebäude damit als Materialbanken, Passports dafür, reversibles Design, ein Datenmanagement, Geschäftsmodelle, Policies dazu und Case Studies, damit das Gebäude praktisch zur Materialbank wird. Das können wir durchaus umsetzen dazu. Die Firma Maersk wird 2025 das erste Schiff haben, bei dem kein Gramm Abfall mehr dabei ist, sondern alles Nährstoff ist für die Biosphäre oder die Technosphäre. Das war der Anfang dabei. Dort haben sie uns noch nicht getraut. Darum sagen sie, ja, es gibt noch einen Rest drin. Maersk Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant Triple E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000-ton ships, making vastly improved recycling possible for most materials as well as safe disposal for the rest. The materials of the ships will all be marked and numbered, separating high and low grade steel, copper wiring, hazardous materials, and waste. Based on the sorting, it will be possible to reuse nearly all materials for new ships, making dangerous and polluting scrapping a thing of the past. Damit können wir in Europa in Zukunft Schiffe produzieren und die Arbeitskosten sind dann nicht länger in Konkurrenz mit den Materialkosten. Man kann das beste Material nehmen davon und kann dadurch natürlich auch Arbeitskosten senken. Und die Materialkosten werden letztlich gegen Null gehen, je öfter man das Material einsetzt. Inzwischen kommt das an. Wir haben eine Waschmaschine vorgestellt, die Ursula von der Leyen inzwischen bewirbt, wo man nur den Leuten 3000 Mal Waschen verkauft dadurch. Kann der Hersteller anstatt 80 günstige Kunststoffe davon in nur 4 Kunststoffe einsetzen. Man verkauft also nur 3000 Mal Waschen anstatt einer Waschmaschine. Hat also 5000 Punkte drin, 90 Grad, 3 Punkte, 60, 2, 30, 1. Dann packen die Leute die Waschmaschine voll und waschen bei niedrigster Temperatur. Das heißt, wir können natürlich dann umgehen dazu und sehen dann EBM Papst zum Beispiel. EBM Papst verkauft Ventilatoren. Dabei braucht niemand diese Ventilatoren. Ich brauche doch nur die Nutzung. Wir brauchen deshalb andere Geschäftsmodelle. Darum bin ich so dankbar, dass wir uns hier austauschen können. Wenn Sie die Ventilatoren verkaufen, vom größten Hochhaus bis zum kleinsten Rechner, sind überall EBM-Papst-Ventilatoren drin. Wenn die dich verkaufen, sind sie in 2 Jahren, die Konkurrenz kopiert die. Und in 2 Jahren davon ist die Kopie kaputt und dann sagen Leute, EBM Papst ist auch nicht mehr das, was es gerade mal war. Ich war gerade bei der Konferenz der Weltmarktführer und habe mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen davon und habe gesagt, warum verkauft ihr eure Ventilatoren, wenn niemand die Ventilatoren braucht? Dann konkurriert ihr nur mit dem Nachbau, der noch euer Markenimage kaputt macht. Das heißt, es braucht andere Geschäftsmodelle, wo ich die Nutzung verkaufe. Wir haben jetzt eine Modellregion bei uns in Lüneburg in der Gegend vom Bauministerium finanziert,
davon, wo wir alle diese Dinge ausprobieren können. Wir brauchen dafür natürlich Plattformen. Wir müssen Nährstoffe zurückgewinnen, zum Beispiel. Daran kann man übrigens sehen, wie weit dieses religiöse Denken geht, ohne dass es reflektiert wird. Es gibt kein Biosiegel in der ganzen westlichen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Exkremente wieder verwendet werden dürfen. Es ist nur Bio ohne uns. Wir hassen uns so sehr, dass selbst Demeter-Landbau verliert damit etwa 2 Tonnen Boden. Wir denken, es ist nur gut, wenn wir nicht dabei sind. Darum gibt es also kein Biosiegel, wo meine eigenen Stoffwechselprodukte verwendet werden dürfen. Der Verein, Cradle-to-Cradle-Verein, den es gibt mit vielen jungen Leuten, hat mal bei den Toten Hosen und den Ärzten jetzt mal über mehrere Tage jeweils am Abend 60.000 Tonnen Exkremente eingesammelt, um daraus die Nährstoffe zurückzugewinnen. Also ich habe das erst begriffen, wie relevant die Religion noch dabei ist, ohne dass sie diskutiert wird, als ich in China ein paar Jahre gearbeitet habe. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Das gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Und Phosphor ist viel seltener als Öl. Das heißt, wir brauchen Gebäude, die nützlich sind. Gebäude wie Bäume. Ich habe das vor 6 Jahren in der Biennale in Venedig vorgestellt, gezeigt, wie Gebäude die Luft reinigen können, das Wasser reinigen können. Dann freue ich mich über so ein Gebäude. Das heißt, ich feiere den menschlichen Fußabdruck. Ich minimiere nicht, ich bin nicht effizient, sondern effektiv zuerst. Und dann ist die Effizienz sicherlich eine Strategie. Ich sehe den Menschen als Chance für diesen Planeten und versuche nicht, ihn zu minimieren, zu reduzieren. Ja, und besser zu sagen, es wäre besser, du wärst gar nicht da. Das ist Cradle to Cradle, von der Wiege zu denken. Die Biomasse der Ameisen ist etwa viermal größer als die der Menschen. Und die Ameisen sind kein Umweltproblem. Im Gegenteil, nur durch die Ameisen gibt es den brasilianischen Regenwald. Davon, weil sie die Nährstoffe zurückbringen. Davon, der Regenwald ist ja nicht so nährstoffarm. Ohne Ameisen könnte er gar nicht existieren. Also die Ameisen entsprechen dem Kalorienverbrauch 30 Milliarden Menschen. Wir sind nicht so viele. Wir sind bloß noch nicht intelligent genug.